Just Ferries, der Podcast über Fährschiffe. Heute geht es um die beiden Fähren Tor Britannia und Tor Skandinavia der Lübecker Flenderwerft. Am 16. Mai 1975 übergab die deutsche Schiffswerft Flenderwerft AG das bisher größte und leistungsstärkste Fährschiff Europas, die Tor Britannia, an die schwedische Reederei Reederi AB Salenia, für die Tochtergesellschaft Tor Line AB als Auftraggeber fungierte. Der unter der Werftnummer 607 erstellte Neubau nahm später den regelmäßigen Fährdienst auf der Route zwischen Göteborg, Felixstowe und Amsterdam auf. Das Auto- und Fahrgastfährschiff, dessen Schwesterschiff Tor Skandinavia am 12. April 1976 in Dienst gestellt wurde, war eine Weiterentwicklung der in den Jahren 1966 und 1967 ebenfalls von der Flenderwerft gebauten Fährschiffe Tor Anglia und Tor Hollandia. Die Hauptdaten der Fährschiffe lauteten: Länge über alles 182,35 Meter, Breite 23,40 Meter, Tiefgang 6,20 Meter. Um den passenden Entwurf zu finden, wandte sich Tor Line an Knut E. Hansen AS, ein dänisches Schiffbau- und Ingenieurbüro, das sich auf den Entwurf von Handels- und Passagierschiffen spezialisiert hat, darunter auch Kreuzfahrtschiffe und Fähren. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, einschließlich konzeptioneller und detaillierter Planung. Darüber hinaus wurden zwei jugendliche Schiffsenthusiasten engagiert, die als Industriespione im Auftrag der Tor Line auf allen neueren Fähren in Skandinavien fuhren, um über erfolgreiche Konstruktionsmerkmale und Bereiche, in denen Verbesserungen möglich waren, zu berichten. Obwohl Knut E. Hansen AS einen ersten Entwurf präsentierte, wurde das Unternehmen später nicht weiter in das Projekt einbezogen. Und alle weiteren Entwicklungsarbeiten wurden von der Tor Line durchgeführt. Außerdem wurde festgestellt, dass der Schornstein deutlich erhöht werden musste, um Platz für Schalldämpfer zu schaffen. Anfang des Jahres 1973 besichtigte das Management der Tor Line das kürzlich ausgelieferte Kreuzfahrtschiff Vistafjord der Norwegian America Line, dessen Inneneinrichtung größtenteils vom dänischen Architekten Kai Körbing entworfen worden war. Sie waren so beeindruckt, dass sie Körbing einluden, nicht nur die Restaurants und Kabinen für die neuen Schiffe der Tor Lines zu entwerfen, sondern auch den gesamten Passagierbereich zu koordinieren. Körbings Arbeit war sehr raffiniert und elegant, im Gegensatz zu den leuchtenden Farben, die die finnische Innenarchitektin Vuokko Laakso bevorzugte. Sie wurde mit der Gestaltung des Nachtclubs, der Diskothek und des Casinos auf dem Bootsdeck sowie der Sauna unter dem Fahrzeugdeck beauftragt. Als der Bau der beiden Schiffe ausgeschrieben wurde, schien es zunächst wahrscheinlich, dass die Werft Dubigeon Normandie in Nantes den Zuschlag erhalten würde. Da die Werft jedoch bereits mit dem Bau von Fährschiffen für die Silja Line ausgelastet war, wurden die Aufträge im Herbst 1973 stattdessen an die Lübecker Flenderwerke in Westdeutschland vergeben. Die Flenderwerft konnte den Doppelauftrag gegen die Konkurrenz von insgesamt 20 Werften in Japan, Frankreich, Dänemark, Finnland, England und Spanien erhalten. Auch mit schwedischen und finnischen Werften war Reeder Christer Salén in Verbindung getreten, die jedoch die geforderten Liefertermine nicht bieten konnten. Das neue Fährschiff kam damaligen modernen Kreuzlinern schon sehr nahe. Nicht zu Unrecht sprach der Reeder Christer Salén bei der Indienststellung von einer Königin der Fähren. Salén wies auch auf die Eignung des Schiffes für Kreuzreisen mit 500 Passagieren in Kammern höchsten Standards, alle mit Dusche und Toilette hin. Auch Einsätze in den Tropen hätten für das Schiff in Frage kommen können. Feste Pläne bestanden in dieser Hinsicht aber nicht. Auf dem Restaurantdeck wurde Achtern ein Restaurant mit 245 Plätzen angeordnet.
Davor befand sich an Steuerbord der Küchentrakt mit modernsten Geräten und mittschiffs waren unter anderem ein Café und Grillroom mit 296 Plätzen. Zentral auf dem A-Deck gelegen, waren hier neben der Eingangshalle das Einkaufszentrum mit einem Selbstbedienungsgeschäft und verschiedenen Boutiquen. Außerdem waren in einer Arkade 20 Spielautomaten aufgestellt. Den Passagieren standen elegant eingerichtete Speise- und Gesellschaftsräume, Saunaanlagen sowie ein Schwimmbad zur Verfügung. Bei Hafenzeiten von nur 2 Stunden hoffte man, 7 Abfahrten wöchentlich, zumindest in der Hochsaison, durchführen zu können. Sonst aber 6. Ursprünglich hatte die Reederei sogar an 28 Knoten schnelle Schiffe gedacht, was Maschinenleistungen von über 80.000 PS erfordert hätte, die wiederum bei den förmlich explodierenden Bunkerkosten aber nicht zu verantworten waren. So entschloss man sich zu einer Halbierung auf 41.600 PS. Das Be- und Entladen der Fahrzeuge erfolgte über 2 9 Meter breite und 12 Meter lange Heckrampen, die der Länge nach geteilt und faltbar waren. Geliefert wurde sie von der Deutsche MacGregor GmbH. Im Autodeck, das über ein hochziehbares und klappbares Autodeck verfügte, konnten auf rund 820 Metern Fahrbahnlänge 470 Pkw oder 68 Trailer aufgestellt werden. Neben Durchfahrten für Pkw durch den Mittelschacht des Autodecks war für diese außerdem an Steuerbord eine Seitenpforte installiert. Mit einem ausfahrbaren 1-Tonnen-Kran auf dem ersten Aufbaudeck konnten Waren und Ersatzteile an Bord genommen werden. Der Antrieb der Tor Britannia erfolgte durch 4 von Lindholmen gebaute Peelstick-Dieselmotoren vom Typ 12PC3V mit je 11.400 Pferdestärken. Jeweils 2 arbeiteten über eine elastische Kupplung und ein Untersetzungsgetriebe auf einen Kamewa-Verstellpropeller. Zur weiteren Ausrüstung gehörten 2 Kamewa-Querschubanlagen von je 1000 Pferdestärken im Vorschiff, AEG Danny Brown Flossenstabilisatoren sowie eine Krängungsausgleichsanlage. Eine Datenverarbeitungsanlage unterstützte auf der Brücke die Schiffsführung. Dazu gehörten nicht nur die Überwachung der Radarechos anderer Schiffe mit einem automatischen Alarm durch den Computer bei einer Annäherung auf 0,5 Seemeilen, sondern auch Informationen zur laufenden Standortbestimmung aus der Auswertung von Kreiselkompass, Log und Decker. Bei Kollisionsgefahr lieferte die EDV auch Vorschläge für die richtigen Ausweichmanöver. Außerdem übernahm sie nach dem Auslaufen die Führung zur Ansteuerung des Bestimmungshafens, korrigierte eine etwaige Abdrift und schrieb Logbuch. Am Simrad-Echolot wurde beim Auslaufen automatisch ein Signal gegeben, wenn genügend Wassertiefe für voll voraus erreicht war. Und im Shoppingcenter wurde auf einer großen Seekarte elektronisch von der Brücke aus laufend der Standort angegeben. Wohl, damit die Passagiere wussten, wie lange sie noch zollfrei einkaufen konnten. Während die Tor Britannia kurz vor der Fertigstellung stand, erwog das Management der Tor Lines den Bau einer schwimmenden Rampe und eines Terminals im Fluss Humber außerhalb der Gezeitenschleuse von Immingham. Sie entschieden sich jedoch stattdessen, den britischen Hafen für Passagierdienste nach Felixstowe zu verlegen, das nur eine kurze Auto- oder Busfahrt von London entfernt war. Da die Tor Britannia und die Tor Skandinavia schnell genug waren, um Südengland innerhalb von 24 Stunden von Göteborg aus zu erreichen, war dies von Vorteil. Bedauerlicherweise war diese Änderung nicht früher bei der Konstruktion der Schiffe in Betracht gezogen worden, denn dann hätten die Abmessungen nicht auf die Größe der Schleuse in Immingham beschränkt werden müssen und sie hätten breiter sein können und folglich eine größere Tragfähigkeit für die Beförderung von Fracht gehabt. Anlässlich der Gäste- und Übergabefahrt der Tor Britannia erklärte der Präsident der Tor Line AB angesichts der seit der Bestellung eingetretenen inflationären Entwicklung und des Anstiegs der Bunkerpreise hätte man die beiden Neubauten 2 Jahre früher haben müssen. Er sagte außerdem voller Stolz, dass er die Tor Britannia als eine Mischung zwischen Hotel und Schiff ansehe.
Um schwedische Mini-Kreuzfahrtpassagiere anzulocken, war es wichtig, ein zeitgemäßes Marketing-Image zu entwickeln. Die Tor Line konsultierte zunächst die trendige und umstrittene PR-Firma Arpmans AB. Deren junge PR-Gurus erklärten den Direktoren, dass die bestehende Identität des Unternehmens langweilig sei. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sollten die neuen Schiffe in einem psychedelischen Schema aus Limonengrün mit schockierenden rosa Streifen gestrichen werden. Und statt Tor Britannia und Tor Skandinavia sollten sie Happy Days und Good Times heißen. Selbst für die zukunftsorientierte Tor Line war das zu viel. Und so wurde der Vorschlag von Arpmans kurzerhand abgelehnt. Die Geschäftsführung der Werft wies darauf hin, dass es für die im Bau von ökonomischen und schnellen Fährschiffen erfahrene Werft seinerzeit eine Herausforderung bedeutete, als am 14. Juni 1972 die Anfrage zum Bau der beiden großen schnellen Fähren einging. Übrigens waren und sind diese Fähren sehr erfolgreich und auch heute noch im Mittelmeer im Einsatz. Derzeit gehören sie zur Flotte der Moby Lines und sind unterwegs zwischen Genua und Euboea auf Sardinien. Dies war der Just Ferries Podcast über die Fähren Tor Britannia und Tor Skandinavia. Wenn Sie mehr über Fähren erfahren möchten, besuchen Sie doch Just Ferries auf YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter.